gerade die Sonne aufgegangen ist. Befürchten die Menschen dort tatsächlich auch einen Krieg? Also, davon lässt sich nur nicht so richtig hören. Die Leute hier sind relativ entspannt. Zumindest die, mit denen wir gesprochen haben, befürchten keinen Krieg. Sie sagen, naja, also ist das denn so anders, als es schon vorher war? Eigentlich machen wir uns keine großen Sorgen. Unser Handel geht weiter wie bisher. Die einen haben vielleicht ein bisschen Sorge, dass dann wenig die Aufträge aus Nordkorea zurückgehen könnten über diese Krise. Aber im Großen und Ganzen ist die Situation hier sehr entspannt und die Menschen gehen ganz normal ihrem Tagesablauf nach. Das sagen die Menschen, die direkt an der Grenze leben. Und wie sieht das die Regierung in Peking? Peking ist da nicht ganz so entspannt. Peking oder die Regierung in China ist ja lange Jahre ein treuer Verbündeter Nordkoreas gewesen und hat auch immer wieder klargemacht, dass sie zu Nordkorea stehen. In den letzten Tagen und gerade über diese Eskalation hat sich die Situation etwas geändert. Der neue Präsident Chinas, Xi Jinping, hat deutlich gemacht, dass er nicht gerade besonders erbaut ist über das Verhalten Nordkoreas. Und er hat sogar zu etwas schärferen Worten als üblich gegriffen, als er gesagt hat, dass kein Land es sich erlauben dürfe, aus selbstsüchtigen Gründen eine Region oder die Welt ins Chaos zu stürzen, hat zwar nicht Nordkorea namentlich genannt, aber es war klar, in welche Richtung das